Das Europäische Parlament als Vertreterin der Bürgerinnen und Bürger Europas ist sich der Verantwortung in der Zeit einer Finanz- und Wirtschaftskrise bewusst. Wir wollen so wenig wie möglich Steuermittel in Anspruch nehmen, aber wir wollen die Mittel, die der Europäischen Union zur Verfügung stehen, möglichst intensiv dazu einsetzen, Zukunftsprojekte, Projekte, die neue Arbeitsplätze schaffen, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe sichert, dass diese Mittel auch fachgerecht, zielorientiert und transparent eingesetzt werden. Wir brauchen gerade jetzt ein gemeinsames Verständnis zwischen Kommission, den Finanzministern und den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, um die Zukunft Europas positiv zu gestalten. Und deshalb ist es in den Diskussionen jetzt wichtig, die Rahmenbedingungen für die nächsten 5 bis 10 Jahre abzustecken. Wir sind dazu bereit. Wir hoffen, dass der Haushalt 2011, es ist der erste nach dem Lissabon-Vertrag, auch dazu genutzt wird, die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen zu stärken und auch die Finanzminister, die naturgemäß die nationalen Interessen zu vertreten haben, aber auch sehen, dass 95% der Mittel in den schwachen Regionen, in Bereichen, wo tatsächlich öffentliche Hilfe notwendig ist, eingesetzt werden, dass wir gemeinsam diese Strukturreformen für die Zukunft mutig vorantreiben. Dafür steht das Europäische Parlament.